Unzählige Urgesichter. Massiv gut ausgewählt, Urgesichter mit Genres. Sie können immer finden heraus eine, die Anzüge sie und fit ihre Aura perfekt. IP68 wasserdicht und staubdicht erlauben die Uhr zu verwenden werden, in der Regel beim Waschen. Schlafüberwachung. Genau Monitor verschiedener Stadien der Schlaf, Tiefenschlaf, Lichtschlaf, schnelle Augebewegung, Zeitraum. Professionell zu interpretieren die Schlafeigenschaften von jeder Periode und analysieren Schlafqualität, um Ihnen Ihre Schlafgewohnheiten und erhalten bessere Qualität Schlaf. Ja, mit diesen Worten möchte ich enden und wir steigen ein in die Review der GS8 Ultra. Schauen wir mal, was hier alles drin ist. So, jetzt machen wir erstmal einen Vergleich und zwar hier Apple Watch Ultra Original Verpackung und Watch Ultra GS8 oder GS8 Ultra. So ist im Prinzip schon mal der Vergleich, was die Verpackung angeht. Vergleich der Verpackung, was die Armbänder angeht, haben wir hier. Also, naja, das bisschen Pappe ist doch auch schön, oder? Gut, dann gucken wir mal, was da drin ist. Erstmal muss ich sagen, wenn ihr euch das jetzt mal hier anschaut, das ist doch ein Original-Apple-Bild, auch das Armband. Also dieses Armband ist da natürlich gar nicht drin. Also in Deutschland wäre das garantiert irgendein Straftatbestand, aber darum geht es jetzt nicht. Wir packen sie aus. Ach, hier steht es auch, guck mal. Watch Ultra. Weiß ich nicht, ob der Begriff Watch Ultra geschützt ist. Aber es ist ja auch nicht die Apple Watch Ultra, sondern die GS8 Ultra. So, dann kommen noch mal raus. Oha, Smartwatch. Oh, immerhin. Freunde, hier. Bunt in Englisch, in, ich kann es nicht erkennen, ob das Chinesisch ist. Was steht denn hier? Smartwatch. Eine schöne Bedienungsanleitung, wie das Ladepad benutzt wird, wie man die Armbänder anbringt, wie man koppelt. Immerhin, wir reden hier von 45 Euro. Okay, dann haben wir hier das magnetische oder drahtlose Ladeteil. Das ist so unfassbar leicht. Nein, wirklich. Billige Plaste. Aber es funktioniert wahrscheinlich. Und dann kommen wir hier zur GS8 Ultra. Schaut mal. Haha. Es ist unfassbar, die Ähnlichkeit. So, warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt packen wir das mal hier zur Seite. Da ist sie, die GS8 Ultra. Und jetzt holen wir mal zum Vergleich das Original von Apple. So, beide sollen 49, also was heißt beide sollen? Die Apple Watch Ultra hat 49 mm. Die andere wird angegeben als habe sie 49 mm Bildschirm. Schwer zu sehen, schwer zu erkennen. So, da ist der Vergleich. Aber wenn ihr euch das jetzt mal hier im Detail anschaut, bitte, 1:1, jedes Loch ist drin für die Mikrofone. Die Krone hat diesen orangenen Akzent. Also bei der Apple Watch Ultra haben wir 4 Schrauben. Hier haben wir auch 4 Schrauben aufgedruckt. Ansonsten gibt es da auch eine ganze Menge Sensoren. Das ist ja auch, also das ist schon frech, das so zu kopieren. Wenn ihr mal hier schaut, hier sind die Drücker fürs Armband, aber es gibt gar keine Drücker fürs Armband. Also ihr müsst hier nicht drücken, es wird einfach reingeschoben und das war's. Aber die sind hier draufgedruckt. Im Prinzip ist diese Rückseite 1:1 nachempfunden kopiert von der Apple Watch Ultra, nur dass die meisten Seiten einfach oder die meisten Sachen einfach aufgedruckt sind. Naja,
ist ja auch wichtig, dass man, wenn man die Uhr hier so hat, dass man auf der Rückseite das eben 1:1 hat. Super. Okay. Die Seite nochmal im Vergleich. Ja, auch die Mikrofonaussparungen sind da. 1:1 die Löcher. Alles ein bisschen flacher, ein bisschen kleiner. Das Orange hat auch ein bisschen anderen Wert, aber dennoch, Teufel, Teufel, das ist schon echt gut nachgemacht. Ich meine, für 45 Euro. Das Ding leuchtet, zeigt die Uhrzeit an, die Akkuspannung. Hier habe ich es gerade gesehen, da hat es gerade wirklich geleuchtet. Also es gibt Sensoren. Schon beachtenswert, was man für so wenig Geld, für 45 Euro, ziemlich gut einfach kopieren kann. Schauen wir uns mal an die Innereien und die technischen Daten. Das ist ein 2 Zoll Bildschirm mit 420x485 Pixeln, HD, sagt der Hersteller, und 2000 Nits. 2000 Nits hat keine Apple Serie 7 oder 8, das hat nur die Ultra Watch. 2000 Nits, das wäre tatsächlich ein super Bildschirm. Das Öhrchen wiegt leichte 46 Gramm und hat einen Durchmesser uhrenmäßig von 49 mm. Wobei, wenn ich die jetzt hier direkt aneinander halte, naja, doch, kann ungefähr hinhauen. Richtig genial, und da wird die Apple Watch ultra brutal geschlagen, ist die Akkulaufzeit ganze 2 Tage und im Power-Saving-Modus sogar 20 Tage. Ja, und dann an Bord Bluetooth in der Version 5.0 und sogar NFC für beispielsweise drahtloses Bezahlen. Was haben wir denn hier? Wenn wir hier an der Krone drehen, können wir die Zifferblätter ändern. Und da, das ist ein ganz bekanntes Ziffernblatt. Da gucke ich doch mal. Also auch die Ziffernblätter werden kopiert. Das ist hier drin. Da, Spielstunde heißt das. Hinzufügen. Ja, ja. Mach mal so. So, da haben wir jetzt also zweimal die Spielstunde. Interessant. Auf der Apple Watch Ultra ist das total animiert, die Buchstaben und die Zeit. Und auf der GS8 natürlich nicht. Aber es ist 1:1. Jetzt geht doch nicht immer aus. Es ist 1:1 das gleiche Ziffernblatt. Gut, also die Ziffernblätter kann ich hier an der Krone einstellen. Da gibt es ein paar, die sind nicht Apple-like, dieses zum Beispiel, aber einige, die dann doch 1:1 kopiert sind. Schon frech. Schon frech. Dann durch Drücken auf die Krone komme ich hier in den Bereich der Apps, das kennt ihr auch. Hier gibt es Apps, zum Beispiel hier Restart. Oder hier die Helligkeit. Das ist natürlich, soll suggerieren, dass hier unheimlich viele Apps drauf sind. Sind es aber nicht. Herzschlag. Jetzt wollen wir mal testen. Passt auf, wir gucken mal, wie genau ist denn die GS8 mit ihren Gesundheitssensoren. So, einmal die Apple Watch Ultra fertig machen. Gucken wir mal hier auf die Herzfrequenz und dann machen wir das hier. Auf der anderen Seite mit der GS8. Oha! Also eins ist klar, da gibt es auch viele Tests. Die Herzfrequenzsensoren von Apple sind schon recht genau. Hier haben wir jetzt einen Unterschied. Apple Watch Ultra 80 Schläge und die GS8 58. Jetzt 78:58. Ich bin mal kurz weg. Ich renne mal hier eine Runde und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis ist. Okay. So. Was? Nö, ich will ja den Herzschlag. So. Beide messen. So, die Apple Watch Ultra sagt 99. Und die Fake Watch lässt sich Zeit. Na komm, mach mal jetzt. Ha, also 102:74. Bei der GS8 geht es jetzt runter auf 72, bei der Ultra Watch 102.
ich bin gar nicht mehr trainiert. Okay, also ganz, ganz klar, das ist nicht zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen. Da, ja, sie misst, aber was sie misst, keine Ahnung. Dann kann man hier auch zum Beispiel den Blutsauerstoffgehalt messen. Gucken wir mal, was die Verpackung für eine Sauerstoffsättigung hat. Sie misst und misst und misst. Das dauert ganz schön lange. Oha. Also die Verpackung der GS8 Ultra hat 99% Blutsauerstoff. Das ist ganz gut. Also hier kann man schon mal sagen, die Verpackung ist ordentlich gesund. Was für ein Quatsch. Also Freunde, ehrlich. Ich bin schon beeindruckt, wie nah am Original das Gehäuse nachgemacht ist. Klar, hier wird dann ein bisschen gedruckt hinten. Ich bin schon für 45 Euro begeistert, was hier die einzelnen Apps angeht. Ja? Der Touchscreen reagiert klasse. Ihr könnt Musik hören, ihr habt hier ein Spiel. Und in der App, die dazugehört, könnt ihr auch eine ganze Menge machen. Also ihr habt verschiedene Ziffernblätter natürlich, es gibt ein Videotutorial, Benachrichtigungen, Wetterpush, alles da. Aber ganz ehrlich, wofür? Also es gibt diesen Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Ich glaube, mit dem Ding wird man nicht wirklich glücklich. Am Handgelenk trägt sie sich wirklich gut, das muss ich eindeutig sagen. Bequem, ein bisschen flacher, ja. Da kann man nichts sagen, aber Pulswerte brutal daneben. Blutsauerstoff wird gemessen von der Verpackung. Normalerweise kommt jetzt ein Fazit und vielleicht eine Empfehlung von mir. Sollt ihr das Ding kaufen? Sollt ihr es nicht kaufen? Das mache ich nicht. Also, ihr habt gesehen, für 45 Euro gibt es zumindest eine Uhr, die die Uhrzeit anzeigt, die hier wunderbar mit Apps zum Beispiel, wo ist es, euch das Wetter anzeigt, ihr habt ein Spiel, die Gesundheitsdaten können wir komplett vergessen. Wo ist denn hier die Wetteranzeige? Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Sonne, nee, da. Hier gekoppelt mit dem Telefon, 18 Grad, dann habt ihr hier Future Weather. Also die ist jetzt nicht kompletter Schrott, dass sie sofort in den Mülleimer muss. Gar, überhaupt nicht, aber ja, was will man damit? Kommen wir zum Fazit. Nee. Ich traue mir ein Fazit nicht zu. Insofern gibt's noch ein bisschen Prosa und Literatur. Leistungsstarke Gesundheitsfunktionen handeln als Thermometer auf ihrem Handgelenk und geben sie 24/7 alle Tag Überwachung. Es ist wichtig zu wissen, die Änderungen von ihrer Temperatur und verfolgen sie ihren Körperzustand während des Pandemic. GPS-Bewegung Tracking. Drehen auf die laufende Funktion in die App und die App aufnehmen wird ihre Bewegung rote. Genau zeichnen sie ihre jeden Schritt, Kalorien, Verbrauch und pusht die Daten an die Uhr. Für Sie zur Ansicht nach Ihrer Übung. In diesem Sinne, lieb und toll, dass ihr jetzt noch dabei seid. Klasse, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Tschüss, Grüße aus der Hauptstadt. Tech for Fun.